hast du dich verlaufen. Komm zu Mama Odonette. Ja, 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 ich werde mich gut um dich kümmern. Von der Suche nach Shashu. Nein und nein, oh, ich will ihn nicht. Er wird nur überall hinpinkeln. Oh, bitte, mein heißer Schatz. Ich werde mich um ihn kümmern. Nein, klar. Nein heißt nein. Kein Grund zu schreien. Ich zeige dir, was ich mit ein bisschen Magie erreichen kann. Und bitte sehr, eine kleine magische Gehorsamspastete. Tut mir leid, da habe ich mich wohl in der Formel für dein Futter etwas vertan. Ich sehe mal nach. Bin gleich zurück. Wieder da. Da habe ich doch glatt das Fischöl vergessen. Hey. Aufregen, ja? Schön ruhig bleiben. Also. Ha? Wer ist die Königin der Magie? Oh, diese Gehorsamspaste gefällt mir. Psst, wo ist denn mein Kätzlein, Shashu? Alarm! Ich hab dich erkannt, du Göre! Oh, die Mauern von Camelot halten mich nicht auf. Das ist meine Katze. Verstanden? Ich konnte ihn doch nicht einfach da lassen. Ich hätte Odonette von Anfang an sagen sollen, dass das meine Katze ist. Zu spät, weil jetzt wird sie dir nicht mehr glauben. Und sie wird so lange nerven, bis sie Migaru zurück hat. Das sieht ganz gewaltig nach einer Menge Ärger aus. Wir könnten eine ähnliche Katze suchen und die geben wir Odonette. Ein Versuch wäre es wert. Guinevere müsste nur aufpassen auf Migaru und ein Versteck für ihn finden. Danke, Freunde. Für die Tafelrunde! Für die Tafelrunde! Offensichtlich. Hey, ihr da im Schloss! Beweg dich nicht von der Stelle! Schnell, schnell, schnell! Wenn ihr meinen Shashu nicht sofort freilasst, belagere ich Camelot mit all meinen Soldaten! Da liegt wohl ein Irrtum vor, Odonette. Ich habe keinen Shashu in meinem Kerker. Oh, jetzt mach nicht auf blöd, Yutha. Shashu, meine Katze! Eine Katze? Die Katze, die mir diese hinterlistige Prinzessin gestohlen hat. Tu mir nichts, bitte. Ernsthaft, Odonette, du willst doch nicht wirklich das Schloss belagern wegen einer Katze. Das ist ein Irrtum. Sie verwechselt ihre Katze mit meiner. Unwichtig. Ich führe keinen Krieg wegen einer Katze. Gebt Odonette einfach die Katze zurück und fertig. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo sie ist. Monster! Verrat! Du hast uns nur abgelenkt, um ein Monster ins Schloss zu schmuggeln. Keine Ahnung. Majestät, Odonette kann nichts dafür, das spüre ich. Diese Wehrkatze hat nichts mit ihr zu tun. Sir, ich kann hier nicht für eure Sicherheit garantieren. Eure Gemächer wären sicherer. Na dann suche ich jetzt meine Katze. Überall Katzen. Was schon? Aber keine sieht aus wie Migaru.
Zu der Katze da wird Odonett keinen Unterschied bemerken. Du bist aber süß. Eine Katze wie dich suche ich schon lang, aber du hast mich gefunden. Beim Horn der Spox. Das ist sein Zwillingsbruder. Mordsblut, hab ich dich. Es tut mir leid, dass wir sie mitnehmen, Lisette. Aber diese Katze rettet Camelot. Oh, Odonett, sei doch vernünftig. Ich besorge dir eine andere Katze. Nein, ich will nur diese. Haben die Wichtigeres zu tun, als eine Belagerung zu verhindern? Tja, weiß ich nicht. Endlich ist der Geheimgang mal zu was Nütze. Migaru? Migaru? Diese Ähnlichkeit. Jeder wird denken, es ist Migaru. In der Zwischenzeit kümmern wir uns vielleicht um den Echten. Du hast recht. Findet ihn und sperrt ihn ein, bevor er verletzt wird. Und ich bringe unseren Shashu zu Odonett. Keine Sorge. Ich weiß, Migaru mag euch. Ich gebe euch noch was mit, damit lockt ihr ihn an. Es wird nicht mehr lange dauern, Majestät. Wir haben die Situation fast unter Kontrolle. Majestät, ich bin es, Prinzessin Guinevere. Meine Katze ist wieder da. Ich bin bereit und gebe sie Odonett, damit ein Krieg vermieden wird. Ah, welch weise Entscheidung, Prinzessin. So, und jetzt werde ich das Monster töten. Aber, Majestät... Er gehört euch. Ich hoffe, ihr werdet Spaß mit ihm haben. Du darfst niemandem mein Haustier stehlen. Niemals! Ich doch gar nicht. Oh, Entschuldigung, ich mach's nie wieder. Na gut, damit ist ein Problem schon mal gelöst. Kommen wir zum zweiten. Na, dann ist hier wohl die richtige Richtung. Hey! Nein, hier doch nicht. Oh, schnell, die Pastete der Grausamkeit. Du machst Pipi draußen. Verstanden, Shashu? Oh, ich habe eine Bitte an dich, meine Süße. Kannst du Shashu verwandeln, so wie letztes Mal? Mit ihm wäre unsere Armee einfach unschlagbar. Oh, gib mir 2 Minuten. Jetzt nochmal das gleiche Rezept ohne Fischöl. Oh, komm schon, ich bitte dich. Mach es für mich. Jetzt verwandel dich! Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Das werden wir ja gleich sehen. Wer hat Lust und spielt mit uns? Ich glaube, er will nicht spielen! Entschuldigt die Verspätung. Ich übernehme. Migaru und ich möchten euch von ganzem Herzen danken. Ehrlich gesagt mag ich ihn lieber so. Ey, lass los! Ja, bitte? Und was ist jetzt schon wieder los? Es war süß, aber gehorcht nicht mehr. Oh. Die Prinzessin hat ihn schlecht erzogen.
behaltet ihn. Sie können nicht beide im Schloss bleiben. Der Betrug würde doch sofort auffliegen. Ich glaube, ich habe einen ausgezeichneten Platz für die Katze. Doch, wie schade. Shushu hätte einen ganz schönen Eindruck auf unsere Feinde gemacht. Aber meinst du, er ist für immer weg? Oh, Katzen kommen und gehen, so ist das nun mal. Oder wir suchen uns einfach eine neue, nicht? Oh. Ich hätte nicht gedacht, du bringst ihn zurück. Wir haben ihn wirklich dringend gebraucht. Aber jetzt gehört er dir. Danke. Ihr könnt ihn besuchen, wann immer ihr Lust habt. Er wird sich darüber freuen. Warte! Ne? Es tut mir leid. Diesmal ist es der Richtige.